Wir starten mit dem Russen und wir werden das Ganze aus schwarzer Sicht natürlich betrachten. So, E4, Springer F3, Springer F6 und ich will jetzt mal in dieser Variante nicht so sehr auf die Varianten mit Springer C3, D4, Läufer C4 gibt es ja auch noch eingehen, weil es, ja, dazu gibt es schon sehr, sehr viel, also so Springer C3, Springer C6, D4, das wird ja Läufer B4 nehmen und so weiter, das gibt es ja in allen möglichen Analysen. Deswegen gehen wir da erstmal nicht drauf ein, sondern befassen uns erstmal, oder nicht erstmal, wir befassen uns hier hauptsächlich mit Springer schlägt E5. Und eben der Variante, die wir uns jetzt heute anschauen wollen, Springer schlägt E4. Hier sei noch kurz erwähnt, der Hauptzug ist natürlich D6. Und was jetzt gerade Eric Rosen immer mehr in Mode gebracht hat, war dieses Stafford Gambit, also Springer C6. Führt auch zu sehr coolen Varianten, können wir uns auch gerne irgendwann anschauen, aber heute ist erstmal Springer schlägt E4 dran. Okay, Springer schlägt E4 ist ja optisch gesehen natürlich erstmal komisch, weil es gibt ja diese bekannten Anfängerzüge, sage ich jetzt mal, dass man dem Gegner alles nachmacht, dann merkt, mein Springer wird ja. Ist ja angegriffen und dann die Dame hier auf einmal verliert. Dessen sind wir aber bewusst, wenn wir Springer schlägt E4 spielen. Deswegen, ja. Es geht ja hier noch ein bisschen weiter. Wir opfern hier einen Bauern. Und zwar mittels D6. Beziehungsweise mittels Springer schlägt E4 haben wir den schon geopfert. Und jetzt holen wir uns die Figur zurück. Okay. Diejenigen, die hier öfter im Stream dabei sind, werden diese Stellung das ein oder anderen Mal schon gesehen haben. Wir gehen kurz auf die Nebenvarianten ein, was man hier so machen könnte. D4 vielleicht. Jetzt hat man die Wahl, ob man mit D6, Springer F3 und D5 in eine der Hauptvarianten der russischen Verteidigung eingehen will oder direkt D5 spielt. Beides sind legitime Züge. Beide, ja, verdienen ihre Anerkennung. Was kritisch wird, ist, wenn man mit Dame E7 fortsetzt, um eben dieses D6 hier zu provozieren. Also wenn jetzt Weiß nichts ziehen würde, könnte Schwarz ja D6 machen. Weiß zieht den Springer weg, Springer C3. Ja. Aber Weiß hat hier eben unter anderem die Möglichkeit, Läufer D3, D6. Läufer schlägt E4, nehmen und jetzt Rochade. Und jetzt merkt man schon, die Dame steht hier auf einmal nicht mehr so gut. Der Läufer kommt nicht raus. Und Weiß kriegt hier schon Riesenprobleme. Also E schlägt D4 verliert schon wegen Turm E1 und ja. Schwarz verliert hier schon zwingend Material. Ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil ja, die Variante wollen wir uns ja eh nicht, wollen wir eh nicht spielen, von daher. Nach D4, D5 oder D6, ja, beides Möglichkeiten. Aus praktischer Sicht im Internet spielen die Gegner oft Springer F3, weil sie es gepremoved haben eben. Weil, wie gesagt, der Hauptzug ist hier ja D6 und darauf spielen so ziemlich alle Springer F3. Deswegen Springer F3 will ich nochmal kurz angeben. D5 und Schwarz hat schon sehr, sehr angenehmes Spiel. Nach Läufer D6, Läufer D3, Rochade, Rochade. Ja, steht da schon sehr gut. Springer C6 sind Züge, Läufer G4. Schwarz hat hier quasi den Anzugsvorteil schon und sein Springer steht hier auf E4. Also, davor muss man auch keine Angst haben. Ähnlich Springer C3. Ich spiele als gern Dame E7 und ja. Das hier ist schon angenehm für Schwarz. Aber jetzt nicht zu lange an die Nebenvarianten hier aufhalten, sondern Springer schlägt E4, Dame E2.
wird wohl das häufigste sein, was kommt. Dame schlägt E4, D6. Und jetzt, falls Schwarz hier nicht D4 oder F4 spielt, was auch immer machen könnte, Läufer C4, Springer C3, nimmt man meistens mit der Dame auf E5 wieder. Und ja, das hier ist eine ausgeglichene Stellung. Alles in Ordnung. Okay, schauen wir uns erstmal F4 an. D4 ist der absolute Hauptzug. Darauf werden wir auch bestimmt mehr als 20 Minuten hier drauf verwenden von unseren 45 Minuten, die wir haben. Und ja, aber trotzdem F4 sollten wir uns auf jeden Fall auch anschauen. Und hier ist jetzt F6 der Hauptzug. F6, D4 zum Beispiel. F schlägt E5, B schlägt E5, Springer C6. Und man spielt wieder gegen diesen Bauern hier auf E5. Ist unangenehm für Schwarz, aber wird selten gespielt. Springer C6 ist hier auch möglich. Man muss sich hier allerdings auch sehr gut auskennen. Zum Beispiel D5, Dame B4. Dame schlägt B4, Springer schlägt B4, D schlägt E6, Springer schlägt C2. Und hier steht Weiß auch besser. Also, ja, würde ich von Springer C6 abraten, aber ihr seht, auch das kann zu Komplikationen führen. Deswegen F6 oder auch F5. F5 lässt ein bisschen mehr Raum für Spielereien. Nach F6 wird das Ganze ziemlich statisch. Und man versucht nur, seinen Bauern zurückzuholen. Und hier kann man zum Beispiel, Dame F4 ist schon einer der wenigen Züge, der den Vorteil erhält, weil D4 hier eben nicht geht wegen Dame H4 Schach. Und Dame schlägt D4. Deswegen sollte Weiß hier Dame F4 spielen. Und ja, hier kann Schwarz hier ganz gut nachsetzen und steht hier immer noch schlechter, also hat ein bisschen Kompensation für den Bauern, aber ja, die weiße Stellung ist ja deutlich zu bevorzugen. Ist aber gerade fürs Blitzen natürlich sehr, sehr schwer. Ich meine, glaube, D4 ist hier schon der Einzige, der noch den Vorteil erhält. Auf Sachen wie Läufer C4 würde natürlich E5 hängen. Man kann sogar noch F4 einschieben und dann erst auf E5 nehmen. Hier steht Schwarz schon gut. Also, ja, das kann man allgemein über den Russen hier sagen, dass es fürs Blitzschach sehr gut geeignet ist, aber prinzipiell gegen Vorbereitung sehr, sehr schwer zu spielen ist für den Schwarzen, wenn der Weiße sich halt in irgendeiner Variante bis zum 15., 20. Zug vorbereitet. Aber das ist ja mittlerweile bei Corona sowieso nicht der Fall. Und auch sonst ist das eine echte Geheimwaffe, diese Variante. Okay, F4 haben wir damit auch angeschaut. Danke für den Follow, Angel Cueva. Und wir kommen jetzt schon zur Hauptvariante zu D4. Hier nimmt man auf E5 raus und jetzt gibt es die zwei Züge D schlägt E5 und Dame schlägt E5. Falls übrigens Fragen zu irgendwelchen Varianten sind oder Züge, die ihr gern besprochen haben wollt, dann haut das gern in die Kommentare. Die können wir dann auf jeden Fall besprechen. D schlägt E5 war der letzte Zug. Also wie gesagt, D schlägt E5 und Dame schlägt E5. Lass uns zuerst auf Dame schlägt E5 schauen. Und wir gehen zuerst mal, Läufer F5, auf die Variante ein, die im Blitzen sehr, sehr häufig kommt. Also ich kann es beurteilen, weil ich spiel den Russen sehr, sehr häufig. Also die Variante, die sehr oft kommt, klar, Schwarz greift den Bauern an. Und Weiß sagt, okay, dann entwickle ich mich und decke das Ganze. Das läuft hier aber schon in einen sehr starken Angriff für Schwarz. Man hat ja das Gefühl, okay, Weiß hat die Damen getauscht, hat mehr Bauern.
Schwarz ist nicht entwickelt, Weiß ist nicht entwickelt. Okay, vielleicht kommt Schwarz irgendwie zu Gegenspiel, aber Weiß müsste ja eigentlich gut stehen. Aber so ist es nicht. Weil der Schwarze erstmal den E5 angreift, vielleicht auch mal den D3. Und mit der langen Rochade, oh, so geht die lange Rochade nicht, mit der langen Rochade direkt Druck gegen D3 erzeugt. Und in den meisten Fällen auch schon mit einer stärkeren Stellung rauskommt. Insbesondere wenn der Springer mal auf D3 steht, ist es ein Mörderviech. Weil ihr seht es hier, also mehr Familie geht ja kaum. Zumal die Figuren Läufer F4 oder selber F4 auch auf Felder ziehen, die dann angegriffen werden. Zum Beispiel, was kommt öfter? F4 oder Läufer F4? F4. Und jetzt Springer B4. Droht die Gabel auf C2 und das Neben auf D3. Und selbst wenn der König nach E2 zieht, kann man trotzdem noch mit Springer C2 sich die Qualität abholen. Weil der Turm ja eben keine Felder hat. Also das hier ist sehr gefährlich. Falls der König nach D2 zieht, um das Ganze zu decken, kommt eben lange Rochade und man gewinnt den D3 und hat eine Mörderstellung. Ich glaube, in allen Varianten kriegt man schon noch einen Bauern dazu und steht überragend. Also das hier ist eine der Blitzvarianten, die sehr, sehr oft kommen. Wir gehen nochmal schnell durch, wie wir da jetzt reingekommen sind. Also D4, D schlägt E5, Dame schlägt E5, Dame schlägt Läufer F5. Und wenn hier jetzt Schwarz den Fehler macht und Läufer D3 zieht, was ja im ersten Moment gar nicht mal wie ein Fehler aussieht, kann man nehmen, Springer C6 und dann im nächsten oft mit Springer B4. Also ich habe auf Züge wie Springer C3 spiele ich jetzt auch gerne mal Springer B4. Okay, hier kann man jetzt sogar auf E5 nehmen. Aber vom Prinzip her, dass man eben seinen Springern auf D3 postieren kann. Vielleicht zuerst lange Rochade. F4 und jetzt kann man sogar Springer B4 spielen. Oder Läufer C5. Also hier ist dann die Theorie natürlich nicht mehr so präzise, weil Weiß hier mehrere Möglichkeiten hat, aber die Pläne sollten klar sein. Mit Springer B4, lange Rochade und dann halt einfach die zwei Bauern werden schwach, der B2 öfter auch, wenn der Springer auf D3 steht und ja. Okay. Was hat Weiß hier für andere Möglichkeiten? Danke für den Follow, Meister Ede. Was hat Weiß hier für andere Möglichkeiten? Er kann sich sagen, okay, ich pfeife auf den D2 und spiele C4 zum Beispiel. Oder Läufer F4. In den meisten Fällen holt sich Schwarz dann einfach den Bauern auf C2 ab und hat hier eine ausgeglichene Stellung. Danke für den Follow, GM Romera, Entschuldigung. Das kann also auch kein Problem sein für den Schwarzen. Hier eine ausgeglichene Stellung. Springer D7 oder Springer C6 und ja. Läufer C5, vielleicht die kurze Rochade dann und wir haben den Ausgleich erreicht. Nein, jetzt wird nichts gespielt, jetzt wird hart analysiert. So, wir schauen uns nochmal genauer Läufer C4 an. Und jetzt nur mal als Beispiel hier natürlich. Springer C6, dann Läufer schlägt C2. Und jetzt lange Rochade geht natürlich schlecht, aber man kann ja den Läufer aktivieren. Und dann kurz rochieren. Das ist kein Problem. Zumal Weiß ja hier nicht die Möglichkeit hat, nach C7 zu kommen, weil ja, gut, den Läufer müssen wir wegziehen, aber dann stehen auf jeden Fall nochmal zwei Leichtfiguren im Weg. Also gut. Falls Weiß einen lässt, nimmt man eben C2 einfach mit und ja. Auch an dich, danke für den Follow, en passant. Okay. Springer C3 gibt es zwei Züge. Ich spiele als gern Springer C6, weil Läufer schlägt C2 bisschen veraltet ist, sage ich jetzt mal.
Das ist eine der unangenehmeren Varianten. Läufer B5, lange Rochade, Läufer schlägt C6, B schlägt C6, kurze Rochade zum Beispiel und dann Läufer C5. Man hat am Schluss die Bauernstruktur, die etwas schwächer ist. Man kriegt den C2 in den meisten Fällen zurück oder den E5, wenn man nach Läufer G5 zum Beispiel zu Turm E8 gezwungen wird. Kann, also das ist dann im dynamischen Gleichgewicht, wie man es so nennt. Schwarz mit dem Läuferpaar und Weiß dafür mit der besseren Bauernstruktur. Kann in beide Richtungen laufen, aber es wird auf jeden Fall eine interessante Partie werden. Okay, schauen wir uns die letzte Variante in diesem Beispiel an. C3, den Bauern einfach wegzuziehen. So, und jetzt kann Schwarz nicht mehr so gut Springer C6 spielen, um den E5 anzugreifen, weil ja Läufer B5 kommen könnte. Will man nicht so gerne. Auch nicht so schlimm, aber will man nicht so gerne. Deswegen spielt man hier lieber Springer D7. Greift den Bauern an. Läufer F4. Oder auch F4. Schauen wir uns mal F4 an. Lange Rochade. Läufer C4 und jetzt F6. Und hier steht Weiß schon sehr, sehr schlecht. Es ist ein sehr gefährlicher Angriff, den Schwarz jetzt hier starten kann. E schlägt F6. Springer schlägt F6 oder Turm E8, weil nach Hochrade schon Läufer C5 und Springer E4 kommt. Das ist sehr, sehr übel. Sehr, sehr übel. Springer F2 droht. Ja, Springer F2 ist eigentlich ja, schon, schon kaputt, oder? Vielleicht auch mal Turm D6 und Springer G3. Also nach dem Prinzip. Ah, okay, er sagt zuerst, sogar zuerst Springer G3 und dann Turm D6. Ha. Die ist cool. Die ist cool. Also ja, ein sehr, sehr gefährlicher Angriff. Also Weiß kann hier nicht an den Bauern festhalten, weil eben mit F6 das ganze Zentrum geöffnet wird und er jetzt hier schleunigst schauen muss, dass er hier aus der Schusslinie kommt. Aber dass Schwarz hier gut steht, das müssen wir, glaube ich, nicht ausdiskutieren. Okay. Schauen wir uns noch an, was passiert, wenn Weiß anders an den Bauern festhält. Jetzt hier mit Läufer C4 selber versucht auf F7 was zu holen. Dann spielt Schwarz hier sehr hübsch. Springer schlägt E5. Läufer schlägt E5, Turm E8 und holt sich den E5 ab. Und Weiß kann nicht sich den F7 abholen, weil der Angriff des Schwarzen hier mehr als genügend Kompensation ist. Also Schwarz steht hier schon wieder besser. Turm E2, Läufer C5. Der B2 hängt, was soll man machen? Vielleicht B4. Aber auch dann hat Schwarz mit G6, Läufer G7 mehr als genug Spiel. Also ihr seht, es sind an und für sich immer die gleichen Varianten. Entschuldigung, nicht die gleichen Varianten, aber die gleichen Motive. Schwarz bekommt für den Bauern entweder das Läuferpaar und schönes Spiel. Oder eben die ganzen Felderschwächen in der Variante, wenn wir an die Variante mit Läufer D3 denken. Springer C6. Okay. Habt ihr zu dem Teil hier noch Fragen? Ich gehe noch jetzt gleich die Varianten noch ein, zweimal durch. Also die ein, zwei Varianten nochmal durch. Und ihr habt in der Zeit noch zu irgendwelchen Stellungen oder wenn ich noch was wiederholen soll, Fragen zu stellen und ansonsten würden wir danach zu D schlägt E5 gehen und nicht mehr Dame schlägt E5. Also, wie sind wir hier reinkommen? Dame schlägt E5, D schlägt E5, Läufer F5. Wie gesagt, auf Springer C3 spielen wir Springer C6 und holen uns danach erst den C2 ab, damit wir nicht in Sachen wie Springer D5 reinlaufen und auf einmal selber hier aufpassen müssen. Deswegen zuerst Springer C6 und danach erst auf C2 sich bedienen. Okay, und ansonsten, falls Läufer F4 kommt, kann man sich tatsächlich schon auf C2 den Bauern abholen und hat danach ja kein Material mehr weniger, alles in Butter, keine Sorgen mehr. Okay, was hat man noch? Läufer D3, das will ich am Ende machen. C3, dann wichtig Springer D7 und nicht Springer C6. Weil auch Springer C6 Läufer B5 kommen könnte.
Deswegen Springer D7 und jetzt ist Läufer B5 nicht mehr so wichtig wegen C6. Und nach F4 können wir zuerst rochieren und danach mit F6 die ganze Stellung aufreißen und haben eine angenehme Angriffsstellung. Okay. Als kleine Ergänzung noch dazu, was machen wir vielleicht auf Läufer B5? Weil das Problem ist jetzt, wenn wir C6 machen, würde ja Läufer D3 kommen. Und jetzt hätten wir keinen Springer C6 mehr, wie wir es eigentlich davor hätten. Deswegen spielt man hier lieber Springer D7. Ah, Läufer schlägt D7, König schlägt D7, steht der Schwarze wieder angenehm. Und ja, ansonsten können wir C6 spielen. So, wenn jetzt Rade kommt, können wir. Okay, wir könnten natürlich auch direkt C2 rausnehmen, stimmt. Oder halt eben lang rochieren und den E5 angreifen. Das sind alles Möglichkeiten, die der Schwarze hier hat. Okay, und kommen wir jetzt nochmal zur letzten Variante. Läufer D3. Läufer schlägt D3, C schlägt D3, Springer C6. F4, beziehungsweise Läufer F4. Schauen wir uns erstmal F4 an. Spiele ich als Springer B4 oder auch lange Rochade, beides möglich. Ich zeige euch jetzt mal nur, was ich hier spiele. König D2, lange Rochade. Welches Motiv ihr vielleicht noch wissen solltet. Hier steht Schwarz schon sehr, sehr gut, aber ich mag das Motiv hier mit B5. Also Problem ist, Springer C2 hängt der eigene Turm auch noch mit. Deswegen erstmal den König ablenken und dann erst mit Springer C2. Man hat einen glatten Turm mehr. Ich wollte es euch einfach nochmal gezeigt. Okay. Und ja, ansonsten haben wir noch auf Rochade können wir auch selber lang rochieren. Beide Bauern hängen. Okay, dann würde ich sagen, wir schließen das Kapitel mit Dame schlägt E5 ab und gehen zu D schlägt E5. Das ist einer der Hauptzüge, beziehungsweise der Hauptzug in dieser Stellung. Schwarz spielt Springer C6 und jetzt Springer C3 ist das Unangenehmste für den Schwarzen. Hier kommt Dame schlägt E5, Dame schlägt E5, Springer schlägt E5, Läufer F4. F6 spiele ich alles gern. Läufer D6 gibt es ja auch. Und man bleibt meistens mit der etwas schlechteren Struktur. Genau wegen dieser Variante hier ist es auch schwer gegen Vorbereitung, sage ich jetzt mal. Also klar, der Weiße muss sich hier noch ein paar Züge auskennen und alles. Aber das hier ist das Unangenehmste. Zum Beispiel Läufer D6. Klar, hier muss er noch verstehen, dass Springer D3 droht, heißt auch Springer B5. Man kann sogar Springer F3 spielen, fällt mir gerade auf. Hier steht der Schwarze schon sehr gut. Aber wenn er dann zum Beispiel Läufer G3 spielt, dann merkt man schon hier Läufer F5, lange Rochade, lange Rochade. Und jetzt zum Beispiel Springer B5 kommt. Oder okay, hier geht sogar Turm D5. Dann lasst uns hier mal Läufer E6 machen. Lange Rochade, lange Rochade. Springer B5. Dann merkt man schon, dass Schwarz hier Probleme bekommt. Kann den Läufer nicht wegziehen, weil der Springer hängt. Also ja, das ist einer der. Oder das ist eigentlich die Variante, weswegen es gegen Vorbereitung schwer ist. Aber fürs Blitzen werden die wenigsten den E5 einfach so freiwillig abgeben. Und wir kommen zu der coolsten Variante eigentlich hier. Läufer G5, Läufer F4, G5. Und wenn jetzt Läufer G3 kommt, kann man mit F5 eine Figur gewinnen. Das sieht niemand kommen. Niemand. Läufer F4, G5. Diese Züge kennt man ja öfter auch aus Budapester Gambit oder so. Der Läufer zieht weg und dann Läufer G7 so, also normalerweise. Aber eben nicht im Russen. Weil hier F5, die Dame ist angegriffen, en passant geht nicht, wegen Dame schlägt E4 und die Dame fällt. Und wenn die Dame wegzieht, kommt F4. Wichtig hierbei noch, nach Dame H5 sollte man nicht König D8 spielen.
Es geht zwar computertechnisch auch noch, also wenn man die optimalen Züge findet, aber viel einfacher und auch besser ist Dame F7. Man hat jetzt zwar hier nur die Figur gegen drei Bauern, aber die Stellung ist viel zu stark. Schauen wir uns mal zum Beispiel F4, Läufer F5, Springer C3, Springer B4 und jetzt, ja, der schwarze König ist gar nicht so schwach, sondern eher der Weiß auf lange Rochade geht schon, Springer schlägt A2. Und ein Riesenmattangriff. Dame schlägt, ich mache jetzt nur mal als Beispiel, eine Mattkombination. Ein schönes Ende. Aber auch allgemein hier, der Angriff ist viel zu stark. Deswegen in dieser Stellung hier nicht den König zur Seite ziehen und an diesen Bauern auf G5 festhalten, sondern Dame F7. Wenn ich zu schnell bin, übrigens, wir stellen das Ganze auf YouTube hoch. Ihr könnt ja auch hier auch auf Twitch schauen. Und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Und dann Läufer C5 und einfach die Figuren aktivieren. Man kann ja auch mit Turm G8 erstmal die weiße Dame vertreiben, was ich auch gern mache. Aber ja, hier steht Schwarz schon auf mehrere Arten sehr gut. Okay, also diese Variante mit dem Läufer fangen sollten wir auf jeden Fall kennen. Von beiden Seiten natürlich. So, dann Springer C3 haben wir abgearbeitet, Läufer F4 haben wir abgearbeitet. Übrigens noch ein kleiner Einschub dazu. Man kann hier auch dann auch nach Läufer E3, F5 und dann F4 spielen. Ist zwar dann jetzt nicht mehr so effektiv, aber ja, immer noch eine sehr angenehme bis gute Stellung für den Schwarzen. Er hat zwar einen Bauern weniger, aber der E5 wird auf Dauer fallen und die Dame steht hier deplatziert. Also keine Sorgen für den Schwarzen. Dann schauen wir uns Läufer B5 an. Läufer B5, Läufer D7. Übrigens jetzt Läufer F4 ist natürlich dieselbe Leier. Und ja, gewinnt auch die Figur für den Schwarzen. Deswegen schauen wir uns Rochade und Springer C3 nur ausgiebig an. Rochade, lange Rochade. Und eigentlich auf alles, was jetzt kommt, kann man mit Springer schlägt E5 den Bauern zurückgewinnen. Springer C3, man kann auch zuerst noch A6 einschieben, wenn man will. Und dann Springer schlägt E5. Und hier das Endspiel, Springer schlägt D7 oder Turm schlägt D7, geht beides. Das Endspiel erachte ich als etwas angenehmer für den Schwarzen, aber er hat es halt hier geschafft, Ausgleich zu schaffen. Aber es passiert auch öfter, dass ich solche Partien hier souveräner, als ich es eigentlich erwarte, gewinnen kann, weil eben der Läufer wird schnell stark gestellt, der Springer hat auch schöne Felder und ja, der Turm steht schon mal hier richtig. Also Marty halt quasi den Anzugsvorteil. Gib mir eine Sekunde, ich mache schnell das Licht an, damit man sich besser sehen kann. Sehr gut. Und ja, ich begrüße auch Jocker und Fanatiker oder Fanartiger. Okay. Also wie gesagt, das Endspiel ist hier sehr angenehm. Und wie gesagt, das Nehmen auf E5 geht zum Beispiel auch nach Turm E1. Wir rollen mal wieder A6 ein, wobei muss man nicht. Ich mache es jetzt mal ohne A6, einfach nur um zu zeigen, dass das auch geht. Dame schlägt E5, geht eben nicht. Oder es geht schon, aber hier hat Schwarz klaren Vorteil, weil er eben das Läuferpaar hat und Weiß den Läufer natürlich nicht rausnehmen kann wegen Turm D1. Matt. Heißt, die Grundreihe rettet hier den Schwarzen, wenn man von retten reden will. Auch ein Motiv, das öfter vorkommt, F4, Dame C5 und der Läufer fällt. Habe ich auch schon des Öfteren in meinen Partien oder auch in anderen Partien gesehen, dass die Gegner den Läufer da einfach stehen lassen. Okay, haben wir die Rochade abgearbeitet.
Schauen wir uns Springer C2 an. Springer C3, lange Rochade. Auf kurze Rochade haben wir wieder eine Zugumstellung, können wir wieder auf E5 nehmen. Läufer F4. Hier spielt man auch G5. Das Problem ist jetzt, nach Läufer G3 kann man nicht mehr so gut F5 spielen, weil er jetzt ja hier en passant nehmen kann, weil die Dame gedeckt ist. Also verhilft man sich hier mit zuerst A6 und nach Läufer E4 dann Turm E8. Und ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen, man wird irgendwann mal den Bauern auf E5 wieder gewinnen. Übrigens, nach Rochade zum Beispiel kommt wieder F5, weil die Dame ja jetzt noch einmal angegriffen wurde. Deswegen, ja, kann man hier F5 spielen. Aber ja, also es wird am Schluss darauf hinauslaufen, dass man den E5 wiederbekommt und ja, hier Ausgleich hat. Und das ist ja aus schwarzer Sicht schon mal ganz gut. Okay, hätten wir Springer C3 auch? Habe ich noch nach G5? Läufer schlägt C6, Läufer schlägt C6, Dame F5, Dame D7. Ich zeige es nur, weil es eine forcierte Variante ist und forcierte Varianten sollte man kennen. Weil nach Dame schlägt G5, Läufer B4, der Schwarze total auf Gewinn steht. Man erwartet es ja im ersten Moment gar nicht. Aber hier ist tatsächlich schon aus. Läufer B4 ist noch wichtig, dass Turm D1 nicht kommen kann. Turm D1 jetzt könnte man nämlich einfach rausnehmen. Und im nächsten Turm G8, Turm schlägt G2 und man kann sich gar nicht mehr retten. Auf Rochade wird es noch schlimmer, weil ja G2 noch vom Läufer angegriffen ist. Und ja, das hier ist klar verloren. Okay. Ich gehe jetzt da ein bisschen schneller durch. Wie gesagt, ihr könnt euch ja das Ganze dann noch später zu Gemüte führen. Okay. Springer C3, lange Rochade. Aber was ich noch zeigen wollte, genau. Die Variante nach Rochade, lange Rochade, Läufer F4, G5, Läufer G3, F5, Dame A4, F4, Läufer schlägt C6, Läufer schlägt C6. Das ist nämlich ziemlich forciert hier. Und jetzt kann man eben hier Dame C5 spielen. Unter anderem. Man kann auch einfach auf E5 nehmen. Und ja, danach Läufer D6. Man steht hier sicher. Also auch wenn ihr hier den A7 bekommt, das Schach bringt ihnen nämlich gar nichts, weil man hier eben Läufer D6 spielen kann. Und dann sicher steht. Der König steht hier sicher. Hierbei vielleicht noch zu erwähnen, dass der Läufer auf G3 nie rauskommt. Also man muss den gar nicht im ersten Moment rausschlagen. Der steht hier ja auch schon eine ganze Weile. Ihr seht schon hier, in Zug 11 wurde er dahingestellt. Und hier, okay, nach F4, muss man hier gar nicht jetzt wild hier den Läufer auf G3 rausnehmen, sondern hat ja die Zeit auf E5 zu nehmen. Der Läufer kann ja nirgendwo hin. Okay, ich glaube, dann sind wir mit den größten Hauptvarianten hier durch. Habt ihr noch zu irgendwas Fragen? Wenn nicht, ich gehe hier noch so ein bisschen durch. Ich werde parallel mal die Arena dazu erstellen, damit ihr hier auch mal was dazu machen könnt. So, wir machen wieder 3 plus 2. Vielen Dank für den Follow, Samba Portrails. Tür Arena zu Russisch Gambit. Zum russischen Gambit. Und ja, 3 plus 2 machen wir. Wir machen mal ungewertet. Und Start in 5 Minuten und die Anfangsstellung, sagen wir E4, E5, Springer F3, Springer F6, Springer schlägt E5, Springer schlägt E4, Dame E2, Dame E7, Dame schlägt E4, E4. Und hier ist Weiß am Zug
und darf sich jetzt entscheiden, ob er mit dem Bauern oder mit der Dame nimmt oder was auch immer er machen will. Okay. Okay, weiß am Zug stimmt. Bla bla bla. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Und ja. Neues Turnier erstellen. Das müsste passen. Und ja, den Link dazu stelle ich euch natürlich direkt zur Verfügung. Wer hier dabei sein will, einfach dem Team beitreten und kann danach hier mitmachen. Und bis dahin schauen wir uns nochmal einige Varianten hier an. Wie gesagt, wenn Fragen dazu bestehen, gerne in die Kommentare hauen. Und wir schauen uns jetzt die letzte große Variante, E4, an. Hier Läufer G4, die hatten wir. Ach stimmt, da hatten wir die Partie gerade eben dazu, ja. Dann kam Springer C3. Kleine Anmerkung, auf Läufer B5 kommt lange Rochade. Hier steht Schwarz schon sehr, sehr gut. Es droht Turm D1, also auch auf Läufer schlägt C6 spielt man Turm D1. Kurze Rochade geht wieder nicht wegen Dame C5 und Dame schlägt B5. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Und ja, ansonsten auf Sachen wie Springer C3 kommt Springer D4. Ja, klar zieht weg und droht jetzt Läufer F5. Springer schlägt C2. Nach Läufer D3, Dame H4 und dann Dame H3. Das lässt die Rochade nicht zu. Nein, ein Missklick, es tut mir leid. Dame H3 lässt die Rochade nicht zu und dann kommt man mit Läufer C5 im nächsten. Oder Läufer F3 droht ja schon. Läufer F5 ist vielleicht auch mal eine Idee. Also hier steht Schwarz überragend. Also auf F4, Läufer G4. Und ja, was dann glaube ich gerade eben in der Partie kam, war Läufer E3. Lange Rochade, Springer C3, genau. Okay, und hier anscheinend jetzt F5. Ich habe hier Dame H4 gespielt und das hat ihm aber sehr gut in den Kram gepasst, weil er dann Läufer G2 spielen konnte und alles war in Butter. Also ihr seht, auch ich mache hier noch Fehler, auch wenn ich mich, glaube ich, im Russen sehr gut auskenne. F5 anscheinend, okay. Weil nach E schlägt F, Dame schlägt, ja klar, er kann nicht rochieren, deswegen spielt man auch Läufer G4, damit die Lange Rochade verhindert ist. Und ja, man kriegt ja schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Ah, Läufer C5 ist cool. Weil nach Nebenturm E8 die Dame fällt. Okay. Okay, Fanatiker muss los, schade. Gerne und wie gesagt, falls noch Fragen bestehen oder ihr nochmal nachschauen wollt, auf Twitch findet ihr ja immer noch das Video und dann auch auf YouTube. Okay. Also, wie gesagt, wichtig muss man sich eigentlich nur merken, nach G4 und dann schnell lange Rochade spielen. H3 geht gegen Dame H4. Das noch kurz zur Erwähnung. Okay, das war's dann jetzt mit der Analyse. Und wir schauen mal, wir sollten vielleicht noch eine Nachricht an die Teammitglieder schreiben. In 2 Minuten. Start der Russisch-Arena. Dass auch möglichst viele dabei sind. Russisch-Arena. Okay. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt hier noch ein paar dazukommen. Ich würde mich natürlich lieber freuen, wenn ich da ein paar Partien analysieren könnte. So, please join the tournament. Dann kann man das noch auf Englisch. Damit ich die Partie natürlich lieber analysieren kann, als selbst zu spielen. Weil es geht darum, dass ihr Partien dazu sammelt. So, dann stellen wir das Bild jetzt auch wieder anders ein. Und ja, okay, es kommt Sony Ataf, kommt dazu. Und dann werde ich das Turnier wohl verlassen, wenn sonst nicht mehr dabei, niemand dabei ist.
Und ja, dann schauen wir mal, was Schachmatthäwe gegen Sonia Taaffe macht und hoffe natürlich, dass hier noch der ein oder andere dazukommt. Doch noch jemand dazugekommen, sehr gut. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Okay, er spielt Dame, schlägt E5. Dann nehmen wir mal zurück und spielen hier Läufer F5, wie wir es gerade eben gelernt haben. Moin, Biersaufen, wie geht's? Hast du Lust, hier in der Arena mitzuspielen? Wir haben hier gerade eine Dreiviertelstunde Russisch analysiert, also eine Gambit-Variante im Russen. Und ja, spielen dazu jetzt themenbezogen eine Arena aus. Und ja, ich hoffe, dass hier noch ein paar dazukommen. Springer B4 greift den D3 an und droht die Gabel auf C2. Ich hoffe, man kann das Brett auch gut sehen. So. Etwas kleiner sollte man es noch machen, gell? Okay. König D2, lange Hochrade. Okay, und er spielt Turm D1. Interessant. Interessant. Das Problem ist jetzt natürlich nach Springer. Oh. Oder Problem ist relativ. Nach Springer schlägt D3, kann der König zur Seite ziehen. Wäre jetzt nicht schlimm, aber ich will ja natürlich meine Aktivität beibehalten. Deswegen überlege ich hier schwer an Läufer C5. An Läufer C5 könnte vielleicht König C3 kommen. Also vielleicht doch Turm schlägt D3. Ganz glücklich bin ich jetzt aber damit nicht. Und jetzt Läufer C5. Dann das Schach und dann Springer D3. Okay, aber ich glaube, ich spiele ganz gut. Schach und dann Springer D3. Kein Springer D3. Oder doch? Vielleicht auch Springer C2 und Springer D4. Könnte auch gut sein. Ah, so viele Möglichkeiten. Okay. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. Aber ich glaube, ich spiele jetzt doch Springer D3. Springer D3, gut, ja, denn mit dem hier war zu rechnen. Und jetzt, vielleicht ist hier G5 gut. Mit der Idee, dann hier auf E5 zu nehmen. Ich glaube, das mache ich doch glatt. Springer E4. G schlägt F. Ah, doch, ich glaube, das. Weiß nicht. Läufer nimmt und jetzt ist die Frage, was sollte man hier spielen? Turm E8 könnte gut sein. Mit der Idee Springer D7 und F6. Das ist jetzt erstmal der Hauptgedanke. B4, okay, erlaubt mir Springer D7. Jetzt müsste ich hier doch einen Bauern gewinnen, oder? Oder übersehe ich hier was? B5. Sollte wieder nehmen, sonst kommt vielleicht Springer D3. Okay, und jetzt habe ich einen Mehrbauern. Also öffnungstechnisch ist alles gut gelaufen. A5. Jetzt versuchen wir das Endspiel zu gewinnen. Erstmal ein Freibauen hier zu schaffen. Deswegen knabbern wir hier mal. Danke für den Follow, Wilfried. Wie geht's? Wilfried to win. Oder to
2W. 2W klingt auch ein bisschen komisch. Wie geht's? Wie geht's dir? Den hier oder? Ah, Turm B5 könnte gut sein. Und dann habe ich. Ah, habe ich C5? C5, Turm E1. Deswegen spiele ich hier mal König F8, damit ich im nächsten C5 spielen kann. Ah, ist das clever. Freut mich, dass es dir gut geht. Hat die Eröffnung. Okay, also, Wilfried, wir spielen hier gerade ein Turnier, weil ich lachen muss. Wir spielen hier gerade ein Turnier, was auch bezogen ist. Also ein eröffnungsbezogenes Turnier. Deswegen muss ich kurz lachen, dass du Eröffnung erhalten hast. Hier ein Schach. Und dann, ja, Turm D4 sollte das einfachste sein. Hier gewinnt aber schon viel. König D7. Und ich habe jetzt drei mehr Bauern, die sollten reichen. Pabre hat abonniert. Vielen, vielen Dank. Und schreibt, Uni kann auch mal passieren. Pausieren, da hat er recht. Da hat er recht. Wie geht's dir, Pabre? Okay, sehr gut. Wir kriegen auch langsam mehr Spieler hier rein. Welche Eröffnung magst du? Wir können das Ganze sehr gern danach machen. Also Eröffnung ist ja erstmal so gedacht, dass ihr wählen dürft, was für eine Eröffnung ich spiele. Ist dann sehr lieb, dass du fragst, welche Eröffnung ich mag, aber das darfst du dir völlig frei auswählen. Problem, wir spielen hier ja gerade in der Eröffnungsarena, also wir haben uns eine Dreiviertelstunde jetzt mit dem Russen beschäftigt und versuchen das jetzt in der Praxis auszuprobieren. Heißt, gegeneinander diese russische Variante zu spielen. Und von daher ich nicht hier einfach irgendwelche anderen Eröffnungen spielen. Okay. Wir könnten uns hier mal die Partie von Schach Matteo gegen Julius anschauen. Okay, sie haben mit Dame dann Springer C6. Okay, hat Läufer F5 vergessen. Der Julius. Und ist dafür, ja, in ein etwas schlechteres Endspiel geraten, wo der D6 einfach sch schwach ist. Okay. Den verliert er jetzt auch. Und hat jetzt hier einen Minusbauern. Ich habe das matt gesehen, deswegen war ich da natürlich drauf gespannt. Ah, sehr schön. Sehr schön, Schach Matteo. Ah, jetzt kriege ich hier Julius. Okay. Dann spielen wir mal D schlägt E5. Mal sehen, ob er aufgepasst hat. Läufer B5. Der Julius. Wie sieht's aus? Läufer D7, okay. Ich spiele mal Rochade. Jetzt ist. Ah, nee, der geht nicht. Der geht nicht, Julius. Der geht nicht. Weil jetzt die Dame ungedeckt ist, seine ihre Schutzfigur verliert. Und wenn die Dame auf E4 nimmt, kann ich zurückschlagen und habe eine Mehrheit. Hat er aber gesehen. Okay, wir sind ungerade. Deswegen droppe ich mal kurz raus und schaue mir an, was Pabre hier gemacht hat. Ja, Pabre gegen Schach Matteo. E5, okay, spielt hier F5. Die halten sich hier alle nicht an die Theorie. Okay, Läufer G5 und hu. Okay, ja, ohne Theorie wird es schwierig werden. Der spielt ihn im Moment gerade.
Okay. Was wurde Okay, also wie gesagt, Springer C6 ist hier nicht der Hauptzug. Hier ist Hauptzug Läufer F5. Okay. Also kann natürlich jeder selber entscheiden, was er gespielt. Ich gebe euch nur die Informationen dafür, normalerweise so macht. Okay, die Partie hatten wir. Schachmatt hatten wir, glaube ich, jetzt auch alles. Dann können wir uns anschauen. Ah, Julius gegen Pavre. Was wurde hier gespielt? Okay. Das sieht doch schon mal eher nach was aus. Hier hätte ich Schwarz, also Pap, geraten, vermutlich Springer B4 zu spielen. Springer B4, wir hatten drüber gesprochen. Der Springer steht auf D3 meistens bärenstark. Deswegen, also Turm steht D3, führt immer noch zu Ausgleich, klar. Aber ich glaube, mit dem Springer auf D3 wäre es sogar schon besser. Wobei G4 steht jetzt auch schon sehr gut. Läufer schlägt C3 und Springer E2. Bedrohung. Dann steigen wir mal wieder ein. Vielleicht kriegen wir einen Gegner. Schachmatteo kriegen wir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, er spielt Dame, schlägt E5. Dann zeigen wir hier mal, wie die Theorie richtig funktioniert, meine Freunde. C3. Gibt's, das war die Variante, wo Springer C6 nicht so gut geht, wegen Läufer B5. Deswegen Springer D7. Greift den E5 an. Und nach F4 lange hochrate. Ich glaube, wir haben sogar Läufer C4, F6 angeschaut. Ja, genau. Das war eine der Varianten. E schlägt F, Springer schlägt F6. Okay, er rochiert. Dann geben wir ihm vermutlich einfach mal ein Schach hier mit. Und dann ist die Frage, ob wir nehmen oder nicht nehmen. Dafür wird sprechen, dass eine Linie aufgeht, dagegen, dass eine Diagonale aufgeht, ja. Ja, was also tun? Vielleicht, wir könnten auch immer Turm E8 spielen, oder? Das dürfte auch gut sein. Nun gut. B4, okay, wir gehen vermutlich einfach zurück nach B6. Nach A4, einfach A5. Da sollte wohl nicht viel passieren. Okay. Stellung gefällt mir. Sehr, sehr gut. Okay, wir hatten, glaube ich, das Motiv. Okay. Hier einfach C6. Ich werde den Springer nicht abtauschen. Wir hätten das Motiv, den Springer nach E4 zu stellen, dann Springer G3 zu spielen. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war ganz cool. Okay. F schlägt E5 und dann vermutlich Turm schlägt E5. Ah, Moment, 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 wir haben ja noch was anderes. Ah, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Hier auf B4 zu nehmen und dann Läufer D4 zu spielen. Das dürfte noch stärker gewesen sein. Welche Öffnung spielst du zurzeit? Nicht im Turnier, sondern generell. Ich spiele tatsächlich das hier. Deswegen machen wir das Ganze ja auch. Aber das mit der Eröffnung ist natürlich nicht immer so klar zu beantworten, weil du ja auf jeden Zug des Gegners anders reagierst. Also, beziehungsweise anders reagieren solltest. Von daher kann man die Frage nach der Eröffnung nicht so einfach sagen. Ich bin mittlerweile auch auf einem Niveau, sag ich jetzt mal, wo man auch mehrere Eröffnungen spielt. Einfach um ein bisschen variabel zu sein, dass der Gegner sich nicht so darauf vorbereiten kann.
Aber ich kann ja mal immer allgemein sagen, so auf E4, E5 spiele ich sehr gern Russisch. Diesen Russen, den wir hier machen. Also mit Schwarz. Danke für den Follow, PiotrekChess.com. Und ja, mit Weiß, also mit beiden Farben eigentlich sehr gern offene Sachen. Den A3 Sizilianer spiele ich gern. B5 hier. Und ja. D4, D5 als. Was kann man noch so alles spielen? Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen mit der Frage überfordert. Weil man ja, wie schon erwähnt, ich versuche gerade halt alle Eröffnungen zu sammeln. Aber das ist ja sehr vielfältig. Also, ja, schwierig zu beantworten. Sagen wir es mal so. Was macht der Springer hier eigentlich? Weiß ich doch nicht. Und du? Bist du in irgendeiner Eröffnung der Experte? Läufer G3 ist vielleicht die. Hier sein König auf der Grundreihe festnageln. Und jetzt einfach den Turm abtauschen. Ah, wobei ich muss ein bisschen aufpassen. Wenn ich jetzt den Turm abtausche, kann er mir mit Läufer E4 meinen Springer dann einklemmen. Deswegen lassen wir das erstmal. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Könnten zum Beispiel mit Springer F4, Springer D5 erstmal den Bauern hier abholen. Okay, das will er mich auch nicht lassen. Das ist ein gemeiner Kerl. Ein gemeiner Kerl ist das. Schach. Ein Turm sagt der Schach. Und dann Springer schlägt B6. Eigentlich gerne in Englisch. Alles klar, also wenn ich das nächste Mal in Englisch komme, dann warte ich, bis der Wilfried wieder da ist. Wilfried, Entschuldigung, nicht Wilfried. G5. Und dann Springer C4. Schach. Eck. Und jetzt einfach ein Abwartezug und dann auf F1. Nehmen. Okay. Sehr gut. Simple Simpson ist dazugekommen. Dann wollen wir doch mal. Ah, Piotrek folgt jetzt mit allen Kanälen. Das freut mich natürlich. Na, Simple Simpson steigt ein. Hoffentlich gegen Schach, Matteo. Dann können wir hier einfach verfolgen. Beziehungsweise, was ist mit Julius und Pabre? Ich sehe keine. Ja, doch, hier kommen die neuen Partien. Sehr gut. Fabre. Was ist hier? Okay. Da war das die Partie. Ich glaube, das war die Partie, gell? Ja. Okay, ich glaube, die haben wir schon gesehen. Schachmatteo gegen uns hatten wir auch schon. Und Julius hat. Okay, also G6 ist natürlich nicht im Spirit der Eröffnung. Okay, aber so schlimm scheint sie im Moment noch nicht getroffen zu haben. Okay, aber nach Springer F6, klar. Ja, okay, vielleicht habe ich mich hier doch. Ja, klar, nach Springer D5, Springer D5 ist eine fette Drohung. Vielleicht muss man hier Läufer E6 machen oder sowas. Ah, Dame C5 findet der Computer noch. Okay, aber auch hier steht Weiß deutlich, da hat er im falschen Moment die falschen Entscheidungen getroffen. Okay, hier kann. D schlägt E5, Springer C6, Springer C3. Okay, diese unangenehme Variante. Oh, hier hat er. Das hat er richtig gespielt, aber hier ging Springer F3 Schach. Das haben sie beide übersehen. Springer F3, G schlägt Läufer F4. Oder auch nach König E2. Auf jeden Fall kriegt Schwarz hier das Läuferpaar. Und steht hier schon ganz angenehm. Also Rochade ist hier zu tadeln.
Okay, dann schauen wir uns an, was Schachmatt hier. Ah, spielen. Okay. Wieder Dame schlägt E5. Mensch, das ging doch gerade, ging noch gegen mich schon schief. Dame schlägt E5, Läufer schlägt C6 und die Partie wäre vorbei. Weil die Dame ihre Deckungsfigur verliert. Springer schlägt E5, sehr der richtige Zug. Dann ist alles in Butter. Aber okay, so wie das jetzt lief, hat Schwarz auch wenig Probleme. Das hier sollte sich irgendwo im Ausgleich befinden. Vielleicht steht Schwarz hier sogar schon ein bisschen angenehmer, weil er jetzt gleich einen Turm auf die zweite Reihe bekommt. Aber okay, das wird sich zeigen. Wir haben auf jeden Fall zwei interessante Partien. Okay, jetzt. Okay, Turm E2, ja. Jetzt kann er sich hier auf F2 bedienen. Und das hier sieht stark geworden aus. Also man sagt ja, in Turmspielen so einen mehr Bauern kann man noch verteidigen. Aber hier kommt halt noch dazu, dass der schwarze Turm viel aktiver steht. Und jetzt auch der König gleich aktiv wird. Julius macht es hier richtig. Beziehungsweise, ja, Julius, nee, Moment, Schachmatt hier ist der Schwarze. Schiebt die Bauern von der zweiten Reihe, damit er gleich seinen Turm hier aktivieren kann. Mir gefällt hier die Endspielbehandlung von Schachmatt hier besser als die von Julius, muss ich zugeben. Hier hat mir Turm D2 deutlich besser gefallen, weil es den weißen Turm eben passiv lässt. Und selbst, also klar, der Plan ist richtig von Schachmatt hier, aber auch nach C3, na, der schwarze Turm ist hier deutlich aktiver als der weiße. Und jetzt, ja, jetzt geht es doch einigermaßen wieder für den Weißen. Ich hätte vielleicht hier Turm F4 gezogen, damit ich auf Turm E2 Turm C4 hätte. Aber Geschmackssache. Okay, das Endspiel können wir uns aber auf jeden Fall noch geben. Was ist hier passiert? Hier hat Weiß sich den D6 geholt, genau. Hier geht es auch im Endspiel. Aber hier steht Weiß etwas besser. Wobei, immer kurz, er hat den H4 gewonnen. Aber auch so, Turm E8, Turm nimmt, König H7, Läufer schlägt H4, Turm schlägt H4, Turm E7. Das wird ein sehr interessantes Endspiel, weil beide Freibauern an unterschiedlichen Flügeln bekommen werden. Und das bedeutet immer, das wird ein Wettrennen, wo es Schlag auf Schlag geht. Hier ist noch kein Wettrennen in Sicht. Okay, hier, König G4 hier, oder? König G4, König H5. Der König wird aktiv. Nein, nicht den Turm passiv stellen. Ja, jetzt kann der König nicht mehr aktiv werden. Das hat jetzt Schwarz wieder geschafft, mit H5 zu verhindern. Okay, hier geht jetzt Turm F5. Puhuhu. Spannend, spannend. Vincent Kaimer followt schon wieder. Nochmal vielen Dank. Wiederholt. Was ist hier passiert? Sie haben nicht Springer und Läufer getauscht. Dafür hat Schwarz hier den vorgerückten H-Bauern. Ah, Springer F4 am nächsten. Ich befürchte, Schwarz muss hier, glaube ich, Läufer H2 spielen. Oder, Idee, er kann ja auch Turm schlägt A7 spielen und nach Springer E4 den Turm opfern, sich dafür den Springer holen und dann muss er halt den Läufer noch gegen den Bauern geben und dann sind vielleicht die drei Bauern schnell genug, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine interessante Stellung. Wir schauen mal parallel. Hier, auch noch interessant. Es geht Schlag auf Schlag hier. Ihr merkt schon. Es geht Schlag auf Schlag. Der C4 wird fallen. Dafür muss jetzt Weiß sehr, sehr schnell machen und den H-Bauern holen, damit er selber eine Gegenmacht hat. Genau. Gut gemacht von Schachmatt hier. Oh, der hängt. Den kann er nehmen. Den kann er nehmen. Turm schlägt D4 geht. Danke für den Follow, Benches. Aber Turm schlägt D4 wäre gerade gegangen. Turm schlägt D4, C schlägt D4, König schlägt G4 und der König ist im Quadrat. Das hätte Weiß gewonnen, glaube ich. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. König G5. Jetzt läuft der H-Bauer. Turm G3 vielleicht? Okay, er spielt Turm C3 auch, okay. Ich weiß gar nicht, ob Schwarz hier so viel besser steht. Muss ich ehrlich sagen. Turm D3. Turm C1 vermutlich. Ja, jetzt hängt der G4. Gut, den kann er jetzt nehmen.
Den kann er jetzt nehmen. Na, den G4 muss er, glaube ich, nehmen. So, ah nee, nach Turm H3 geht wieder König schlägt G4. Jetzt muss aber König schlägt G4 kommen. Now or never. Okay, und jetzt kriegt er den C3 und dann sollte das Remis sein. Okay. Spannung auch am anderen Brett. Oh, keine Spannung mehr. Springer F4, der Turm geht zurück. Ja, das sieht übel aus. Dann schauen wir mal, was Schachmatt hier. Wo geht denn der König hier hin? König rüber. Der König muss helfen. Sonst könnte es eng werden. Puh, jetzt wird's eng. Es läuft nämlich der A-Bauer. König D6 vermutlich. Jetzt darf Schwarz natürlich nicht A3 machen, wegen Turm schlägt A3. Okay, vielleicht wieder König C6. Turm schlägt A3, Remis. Sehr schön. Schöne Taktik. Schwarz kann hier gewinnen mit Turm A5. Und dann läuft der A-Bauer nach vorne. Okay, das ist Remis. Puh. Spannende Partien. Das hier wird nicht mehr so spannend werden. Dann können wir einsteigen. Dann kriegen wir wahrscheinlich Parbrot. Parbrot, let's go. Ich spiele mal Dame schlägt D5. Auch ein bisschen Variantenvielfalt. Okay, Läufer 5 ist hier der Hauptzug. Ja, Parbrot, gegen mich sollten mal hier die Hauptzüge spielen. Ah, vielleicht wartet er ja auch, bis ich ihr die Züge vorsage. Dann sagen wir jetzt mal nichts mehr. Dann sage ich jetzt einfach mal nichts mehr. So, Pablo, was machst du jetzt? Ah, und schon ungenau. Springer ist auf D7 einen Ticken besser. Deswegen nur ungenau und kein Fehler. Rochade. Okay, und jetzt. Und jetzt bringen wir den Springer ins Spiel. Springer F3. Okay. Erinnerst du dich damals in die Russen? Mir leid, Tom, sieht das. Das tue ich nicht. Aber ich habe gegen dich immer alt ausgesehen. Das weiß ich noch. Das ist schon eins, was ich weiß. Gegen dich was, sah ich nie gut aus. Also Russisch Gambit, ich will dazu noch erwähnen, ist nicht der offizielle Name der Eröffnung. Ich habe jetzt die Arena nur so genannt, damit man eben nicht in Verwirrung kommt und denkt, wir würden hier Russisch, dieses klassische Russisch analysieren. Nur zur Erklärung. Turm E4, Turm D2, Turm B4. Das war jetzt wieder dieses Argument mit der Turmaktivität, wobei, ja, hier gefällt es mir jetzt nicht mehr so gut. Was kam denn Chomsi gegen dich oder was hast du gespielt? Chomsi. Ah, wie spricht man sowas aus? Ist doch Kacke. Also Wilfried, vielen Dank schon mal für das positive Feedback. Wir hatten dazu ja noch eine Analyse. Beziehungsweise wir haben ja das Ganze hier analysiert, deswegen spielen wir das hier ja auch. Und die Analyse findest du auch auf Twitch bzw. auf YouTube. Später dann auf YouTube. Okay, jetzt versuche ich aktiv zu werden. Turm B8. Turm D2 geht ja jetzt nicht wegen Turm D8 Schach. Und ja, sowas wie König, na, König D5. Turm D8, König C4. Okay. Was mache ich sonst? Turm F8, König E4.
Vielleicht Turm E8. Sieht ein bisschen gekünstelt aus, aber droht Turm E5. Turm D2 geht natürlich immer noch nicht mit dem Turm D8, klar. Ja. Was wird da ziehen? Also wichtig ist jetzt für beide, sich einen Freibauern zu bilden. Und mein Freibauer soll jetzt der F-Bauer werden. Der sieht zwar im Moment noch nicht so stark aus, aber wenn der F5 mal weg ist, habe ich das Gefühl, dass der ganz, ganz schnell werden kann. Und möglichst unangenehm für ihn. Aber gut, müssen wir mal schauen, wie das läuft. Okay, ah, er kann H3 machen und dann wird der H2 vielleicht schwach. Okay, H3 sieht jetzt. Ah, das ist hässlich, das ist einfach hässlich. Problem, wie gesagt, wenn er selber H3 zieht, dann darf ich mich nie mit dem König da wegbegeben. Weil der H2 immer. Ja. H3 bin ich selber nicht ganz glücklich damit, aber wie gesagt, durch manche Stellungen muss man halt durch. So, das war jetzt die Hauptidee, dass ich hier Turm A5 habe. Und dann den A7 und den H4 kriege und dann nur noch die zwei C-Bauern verteidigen muss. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das hier auf Gewinn spielen will oder halten muss, soll. Gibt es eigentlich Parallelpartie dazu? Ja, Simple Simpson spielt gegen Schachmatteo. Also mich interessiert hier natürlich hauptsächlich die Eröffnung in den Turnieren hier. So, jetzt ist die Frage. F5 kommt halt C5. Deswegen, ich spiele ja mal Turm A4. Lass ihn noch ein bisschen zappeln. Was kam hier für eine Eröffnung? Ah, und jetzt Springer C6. Sehr gut. Sehr gut, Schachmatteo. Sehr gut, freut mich. Das hat ja super geklappt mit der Eröffnung. Perfekt. Oh. Hat er sich hier verarschen lassen? Aber okay. Gut. Er kriegt den C3, ich krieg den A7. So war es ja geplant. Und jetzt ist die Frage. Wir haben ja jetzt hier zwei Bauern gegen zwei Bauern. Und es ist gar nicht mal so von Belang, dass seine Bauern hier Doppelbauern sind. Viel wichtiger ist die Aktivität. Und da hat er im Moment noch Vorteile. Deswegen komme ich jetzt mit dem König hier nahe. Okay, wahrscheinlich muss ich hier mit dem Remis zufrieden sein. König E4. Na gut. Ja, er will die Aktivität meines Königs im Zaum halten. Turm A3, bah, will man eigentlich nicht machen. Und jetzt Turm E3. Was ein Scheiß. Und jetzt, jetzt habe ich aber A3 Schach, das weiß ich. A3 Schach und jetzt muss der König zurück und jetzt kommt er nicht mehr zu C3. Deswegen bin ich auch nach E3 gegangen, weil wenn ich hier Turm F3 gemacht hätte, was ja eigentlich lieber wäre, hätte er immer Turm E1 Schach gehabt und ich muss nach hinten. Dann kann er, na, ja. Also Turm F3, Turm E1, König F5 und dann könnte er hier nach D4 rein. Aber ich darf auf jeden Fall nicht zulassen, dass er hier nach vorne kommt. Deswegen, ja. Diese Zugfolge. Turm D6, König E5. F6. Ah, okay. Aber ich glaube, mein A-Bauer ist doch schnell genug. Ja, der ist schnell genug. Ja, der ist schnell genug. Okay. Ja, das reicht. Puh.
Okay, schauen wir uns Simple Simpson gegen Schachmatteo an. Oh, Schachmatteo hat es irgendwie. Ah, nein, schade. Also Schachmatteo, wie gesagt, von der Öffnung her eine sehr, sehr gute Partie. Und auch hier steht er sehr, sehr stark. Nutze ich jetzt hier den B3 ab und hat jetzt hier einfach einen Mehrbauern. Ich denke, sowas wie Läufer schlägt C3 könnte schon gut sein, weil es den Weißen zwingt, sich zu entscheiden. Weil nach Turm schlägt, hängt der Bauer. Und wenn der Bauer zurückschlägt, dann kann der A-Bauer auf einmal schnell werden. Also ist halt ein Freibauer geworden. Der kann auch gut unterstützt werden, dann mit B5. Also, ja, und nach Springer D5 wird es halt eng. Ah, schade, schade. Und ich glaube, dass er hier. Hat er hier noch eine Chance? Man weiß nicht. Ich meine, er hat ja einen Bauern. Ja, da ist Simple Simpson zu stark. Bei sowas ist Simple Simpson zu stark. Da macht ihm keiner was vor. Okay, Pabre spielt gegen Julius. Und ja, wir sind hier in der Variante, in der Springer schlägt E5 geht, beziehungsweise auch A6 und danach Springer schlägt E5. Okay. Lässt sich hier Zeit, okay. Und wir kriegen wir einen Gegner? Wenn ja, wer wird es? Schachmatteo und Simple Simpson stehen zur Auswahl. Okay, Simple Simpson. Wir kriegen ihn mit Schwarz. Sehr schön. Dame schlägt D5. Dame schlägt D5 und Läufer F5. Damit haben wir ihn in unserer Variante. Okay, hier kam tatsächlich Springer schlägt E5. Das freut mich natürlich. Und ja, hat hier bequem ausgeglichen. Und ja, steht ja schon aktiv. Also eine sehr starke Eröffnungsphase, die Papo uns hier präsentiert. Springer C3, da spielt man Springer C6, das hatten wir gerade eben. Ich will jetzt nicht zu sehr auf die einzelnen Varianten eingehen, weil, ja, ihr könnt jetzt ja euch alles später ansehen, wenn ihr Lust dazu habt. Oder wenn ihr noch irgendwo Lücken habt. Deswegen, ja, spiele ich das jetzt einfach mal, ohne irgendwas dazu zu sagen. Und okay, jetzt ist die Frage. Wir haben die Möglichkeit, Springer schlägt C2 zu spielen. Der dürfte gehen, der dürfte auch gut gehen. Die Frage ist, ob Läufer C5 stärker ist. Will es mal testen. Schauen Sie das Ganze aber natürlich am Ende nochmal an. Und hier, Habre schlägt Julius mit einer aus meiner Sicht sehr, sehr souveränen Partie. Hat hier die Theorie richtig gespielt. Mit Springer schlägt E5. Und ja, danach, okay, hier geht vielleicht sogar Springer F6 noch als Zwischenzug. Naja, auf jeden Fall hier danach war auch meiner Ansicht nach keine gute Partie von Julius. Aber, oh. Okay, war vielleicht doch nicht so gut, was ich hier gemacht habe. Aber, ja. Muss man erstmal so souverän gewinnen. Springer A4 geht hier. Ah, war nicht gut. War gar nicht gut. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Verwirrung stiften. Da habe ich irgendwas ziemlich verpatzt. Müssen wir uns gleich anschauen. Was wollt ihr da noch machen? Ich könnte euch ein Simultan vorschlagen, dass ich so ein bisschen blitze oder dass ich Herausforderungen von euch annehme. Ja, Springer D7. Ja, ich weiß es ja.
Also ja, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr da dann gleich sehen wollt. Und ja, wir werden auch dieses Format beibehalten, dass wir Eröffnung besprechen und danach, je nachdem, wenn genügend Leute da sind, auch ein Turnier dazu spielen. Da kann natürlich jeder mitmachen, ob Zuschauer hier oder nicht, kann gerne mitmachen. Und nach Springer E8 kann ich aufgeben. Macht er nicht. Okay, Springer E8, weil nach Turm schlägt E6 geht Springer schlägt C7 Schach. Okay, jetzt bin ich noch im Spiel. Das sieht zwar immer noch schlechter aus, glaube ich, für mich. Aber Springer E8 hätte mich direkt gekillt. Das hat er jetzt nicht gemacht. Seine Bauernwalze ist natürlich aber beeindruckend. Schach. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich mir. Nee, kann ich nicht. Ob ich mir den Bauern abhole. Ich will mal Springer G4. König D2, ja, der war. Den hätte ich auch so gemacht. Und dann versuchen wir uns mal selber hier was zu kreieren. Einfach mal nach vorne zu laufen. Ich weiß noch nicht, wo das hinführt, aber vorne gefallen mir die Bauern besser. Deswegen einfach mal B5, A5. Und dann schauen wir mal. Ich weiß ja selber noch nicht, was er macht. Auf G5 hätte ich Springer F5. Okay, und auf Nehmen. Okay, aber jetzt kommt er zumindest. Ah, ich stehe aber nicht gut. Naja, wir müssen uns das Ganze schön reden. Da müssen wir mal viel reden. Ja. König F4. Turm D8. Ach so, er hat gleich Springer G8, kann das sein? Was heißt denn nicht? Nehmen, König G5. Lauf, Bauer, Lauf. Reicht ihm bis zum Gewinn? Vermutlich, gell? Gut, ich habe keine große Wahl. Ich muss jetzt einfach mit dem König darüber laufen und das Beste hoffen. Ja, aber ich glaube, ich habe einen Gewinnweg für ihn gefunden. Ja, genau. Okay, stark. Springer D4 war nicht gut. Springer B4 einfach, klar. Oder einfach, ich kann einfach auf E5 springen. Okay. Einer Springer D4 war hoch, da steht es nicht gut. Okay, verstanden. Pausieren wir mal. Und Julius hat Schachmatteo geschlagen. Und zwar wie folgt. Und jetzt ein F6. Das ist als immer ein probates Mittel. Okay, hier gefällt mir die schwarze Stellung schon wieder sehr gut. Okay, und gewinnt hier die Figur und vermutlich dann auch genauso die Partie. 20 Sekunden, ihr seht hier unten 25 Sekunden und der Läufer auf A7, der steht nicht gut. Aber
Hier hat es Weiß versäumt, hier Gegenspiel zu holen. Er steht zweimal noch nicht gut, aber zum Beispiel geht H3, H2 nicht mehr so gut. Weil jetzt hier Weiß selber mit dem A-Bauern läuft, aber ohne Freibauern. Im Fußball würde man sagen, ein Spiel auf ein Tor. Das dann auch dementsprechend zu null geendet ist. Okay, also es scheint. Naja, die Part des Turniers beendet. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Und ja, freitags immer Eröffnungstraining nach dem Motto. Schaut gerne mal vorbei. Immer um 16 Uhr legen wir los. Perfekt.